begrüße euch zu unserer Sendung an diesem Mittwoch, die mit einer großen Abrechnung von Ottmar Schaffnauer nämlich beginnt. Es war ein Hammer, der sich inmitten der letztjährigen Saison ereignet hatte. Renault schmiss seinen ehemaligen Teamchef Ottmar Schaffnauer mit sofortiger Wirkung raus. Als Interimslösung installierte man kurzerhand Bruno Vermeer, der allerdings vor wenigen Monaten zugunsten des neuen Teamchefs Oliver Oak seinen Posten wieder abgeben musste. Ohnehin kam es in den letzten rund 12 Monaten zu einer Vielzahl von personellen Abgängen. Schon kurz nach seinem Aus kritisierte er die Renault-Führung scharf, legte jetzt allerdings in einem neuerlichen Interview nochmal deutlich nach. Sich selber, und das hob er ebenfalls hervor, habe sich nichts vorzuwerfen. Zu seiner Zeit als Teamchef stünde das Team noch deutlich besser da, als es heute der Fall ist. Und im High-Performance-Podcast wiederum auch bekräftigte er zugleich, es war kein Desaster. Wir lagen im Mittelfeld. Es war nicht so wie heute. Heute ist es ein Desaster. Blickt man vor allem auch auf den derzeitigen Stand in der Konstrukteurs-WM, dann sieht die Bilanz nach 18 gefahrenen Rennen dann doch ziemlich katastrophal aus. Nämlich nur auf Platz 9 liegend, gerade einmal noch vor dem Sauber-Team, das auch nach dem 18. Rennen noch keinen einzigen Punkt einfahren konnte. Was ihn letztlich seinen Posten als Teamchef gekostet habe, das wisse er scheinbar auch selber nicht. Und erklärte, es gab Vorschläge, dass ich die Unternehmenskultur auf eine Art und Weise ändern sollte, die ich für falsch hielt. Sie wollten Leute loswerden, die einen guten Job gemacht haben und lange Zeit da waren. Und mein Gedanke war, wenn man Leute rauswirft, die einen guten Job machen, vermittelt man die Nachricht, mache einen guten Job und werde gefeuert. Ja, und genau das verweigerte wiederum dann auch Ottmar Schaffnauer und hatte nämlich gesagt, und ich habe Nein gesagt. Ja, sein schnelles Aus inmitten der Formel-1-Saison soll er über einen Zoom-Call erfahren haben, das heißt am Ende nicht einmal persönlich. Doch zeigt er sich weiterhin davon überzeugt, dass er noch heute im Amt wäre, also noch heute Teamchef von Alpine wäre, wenn er genau das getan hätte, was man von ihm verlangt hatte. Und er sagt, aber das wäre nur kurzfristig gedacht gewesen. Die Menschen, die gegangen sind, haben gute Arbeit geleistet und sind jetzt bei anderen Teams. Und jetzt muss man sich nur die Resultate anschauen. Ja, aber doch, Ottmar Schaffnauer geht in seiner, nennen wir es mal, Kritik oder vielmehr Vorwürfen gegenüber der Renault-Führung gar noch einen Schritt weiter. Er sei mit falschen Versprechungen letztlich nach Enstone gelockt werden. Angeblich, so berichtet Ottmar Schaffnauer, habe man ihm versprochen, dass er die komplette Kontrolle über alle Teile des Teams haben würde. Doch als er schließlich zu Alpine kam, dann sei das eben nicht der Fall gewesen und sagt, es gibt ein paar Dinge, die bei Alpine schiefgelaufen sind. Eines davon war, dass ich nicht die Kontrolle über das gesamte Team hatte. Die Personalabteilung berichtete nicht an mich, sondern an Frankreich. Die Finanzabteilung war mir nicht unterstellt. Die Kommunikationsabteilung war mir nicht unterstellt. Und die Marketinggruppe und die Werbeabteilung waren mir nicht unterstellt. Ja, sportlich war man auch nicht da, wo man sich selber eigentlich gesehen hatte. Aber klar war, wenn Alpine stets für Schlagzeilen sorgte, dann war es meistens nicht der sportliche Aspekt, der dann auch dazu führte. Zu einem richtigen Skandal wurde es, als Fernando Alonso vor rund 2 Jahren nämlich seinen Wechsel zu Aston Martin erklärte bzw. angekündigt hatte und Alpine prompt via Social Media selber angekündigt hatte, dass Oscar Piastri im nächsten Jahr, also im Jahre 2023, zum Stammfahrer befördert werde. Doch, und daraus wurde dann letztlich auch der große Skandal, und das war schon ein Novum in der Geschichte der Formel 1, dementierte Oscar Piastri es und ging am Ende nämlich zu McLaren, was sich natürlich für ihn heute als die richtige Entscheidung entpuppte. In den darauffolgenden Wochen, das war natürlich während der 4-wöchigen Sommerpause im Jahre 2022, pochten sowohl Alpine als auch McLaren darauf, dass sie jeweils einen gültigen Vertrag mit Oscar Piastri haben. Am Ende verlor Alpine.
Letztlich wurde dann auch bekannt, dass man eigentlich gar keinen Vertrag mit Oscar Piastri abgeschlossen habe, auf den man sich letztlich hätte berufen können. Ex-Teamchef Ottmar Schaffnauer, der wurde letztlich dann auch zum Sündenbock erklärt, obwohl der Fehler laut seiner Aussage schon im November 2021 begangen wurde, bevor er, also Ottmar Schaffnauer, überhaupt zum Team kam. Und so heißt es, er wurde nie unterzeichnet. Ich habe im März angefangen. Ich hatte keine Ahnung. Sie haben die CRB-Dokumente nicht korrekt eingereicht und nie einen Vertrag mit ihnen unterzeichnet. In jedem November gab es ein zweiwöchiges Zeitfenster, in dem alles hätte erledigt werden können, aber das wurde nicht getan. Und vor dem CRB verlor Alpine dann, weil die Einreichungen nicht korrekt waren. Der Image-Schaden für Alpine war bekanntermaßen ziemlich groß, aber vor allem auch für Schaffnauer persönlich. Und da heißt es von ihm, wir haben eine Pressemitteilung herausgegeben, auf der mein Bild zu sehen war. Und es hatte nichts mit mir zu tun. Ich war nicht einmal dort. Laut ihm habe die Kommunikationsabteilung von Renault, die ihm, wie er schon auch erklärte, nicht unterstellt war, gedacht, es sei eben eine gute Idee, Zitat, von der Inkompetenz der Mitarbeiter abzulenken, indem sie mein Bild auf die Pressemitteilung setzte. Ja, die besagte Person, die dann auch das Bild von Ottmar Schaffnauer in die Pressemitteilung auch angebracht hatte, die kannte Ottmar Schaffnauer auch noch aus seiner gemeinsamen Zeit zuvor bei Force India. Zu ihr soll er dann gegangen sein und gesagt haben, dass sie das eigentlich doch hätte besser wissen müssen. Doch laut Ottmar Schaffnauer sei das ein oder gab es vielmehr für ihn eine eher nüchterne Reaktion besagter Frau aus dem Bereich der Kommunikation. Und so heißt es von Ottmar Schaffnauer, es tut mir leid, ich wurde angewiesen, das zu tun. Aber es hat mir damals gezeigt, dass es innerhalb der Alpine-Organisation einige Leute gibt, die nicht vertrauenswürdig sind und es auf mich abgesehen haben. Sie haben nicht mit mir gearbeitet. Und wenn man sich nicht um die Leistung des Teams kümmern, sondern mehr um seine Machtbasis als um die Leistung des Teams, dann tut man solche Dinge. Und fügt dann noch hinzu, sie kümmern sich nicht um die Leistung auf der Strecke, sie kümmern sich um ihre Karriere. Und wenn das der Fall ist, trifft man diese Art von Entscheidungen. Ob der neue Teamchef Oliver Oakes andere Erfahrungen als die von Ottmar Schaffnauer machen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Na? Schlechte Nachrichten? Ach Quatsch, ich bin nur geblitzt worden. Aber das macht mir keine Sorgen mehr, denn ich bin jetzt bei Bußgeldkontrolle.de. Jede Minute verliert in Deutschland jemand seinen Führerschein. Dabei sind mindestens die Hälfte aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und erfolgreich anfechtbar. Lassen Sie deshalb besser Ihre Bußgeldbescheide vorher prüfen auf bußgeld-kontrolle.de. Sie hofften 2026 in die Formel 1 zu kommen. Doch nachdem die Formel 1 einen Einstieg von Andretti Ende Januar diesen Jahres abgelehnt hatten, ist es ungewisser denn je, ob und wenn ja, wann das US-amerikanische Team in die Königsklasse kommen werde. Die Hoffnung selber hat man noch längst nicht aufgegeben. Doch personell kam es Ende September zu einer doch überraschenden Nachricht. Michael Andretti als Eigentümer von Andretti Global, der zieht sich nämlich, wie er selber erklärte, aus dem Tagesgeschäft zurück. Künftig soll Andretti Global nämlich von ihm geführt werden, von Dan Torres, CEO des Anteilseigners Group 1001, übernehmen. Immerhin versprach Andretti, es sei kein Abschied. Doch inwiefern der Rückzug des Namensgebers und des Gesichts von Andretti etwas mit der Formel 1 und eben auch möglichen neuen Entwicklungen zu tun haben, ist derzeit noch unklar. Michael Andretti hat indes angekündigt, dem Team auch weiterhin in der Funktion als Berater treu bleiben zu wollen. Er fügt aber auch noch hinzu, dass es sich dabei eher um eine strategische Rolle handelt.
Und doch gab es einen ziemlich offenen Brief von Michael Andretti, in dem er sich nicht nur an die Öffentlichkeit gewandt habe, sondern sich darin auch erklärte und nämlich sagte, jahrzehntelanger Vollgaseinsatz kommt nicht ohne Opfer aus. Und nach reiflicher Überlegung in den letzten Monaten bin ich zu dem Entschluss gekommen, einen Schritt zurückzutreten. Schon bevor ich aus dem Rennwagen ausgestiegen bin, habe ich mich um das Tagesgeschäft gekümmert. Und jetzt ist es an der Zeit, den Staffelstab an meinen Partner und Freund, den Torres, weiterzugeben. Ich weiß, dass diese Entscheidung, die ich für mich, meine Familie und das Team treffe, für viele ein Schock ist. Und fügte weiter hinzu, ich gehe nicht weg. Ich werde dem Team als Berater zur Verfügung stehen und helfen, wo immer ich kann. Auch wenn ihr mich vielleicht weniger auf der Rennstrecke sehen werdet, solltet ihr wissen, dass meine Leidenschaft für den Sport und meine Unterstützung für unser Team und seine Mitarbeiter ungebrochen sein werden. Und abschließend sagte er, ich freue mich auf die Gelegenheit, mehr Zeit mit meiner wunderbaren Familie, einschließlich meiner 10-jährigen Zwillinge zu verbringen und neue Dinge auf persönlicher Ebene und mit meinen anderen Geschäften zu entdecken. Dies ist also kein Abschied, es ist nur ein Umblättern der Seite. In den kommenden Wochen will sich das US-amerikanische Team auch weiter zu seinen künftigen Plänen äußern. Bis dahin allerdings gilt, abzuwarten. Der große Preis von Singapur, er wurde schon, bevor das alles überhaupt an diesem Wochenende losging, schon zu einem kleinen Skandal. Denn Max Verstappen, der auf der Pressekonferenz der Fahrer am Donnerstag, nennen wir es mal, ein wenig emotional wurde, als er nämlich über Baku sprach oder vielmehr über das Auto in Baku und mit der Leistung, um es mal galant zu formulieren, nicht ganz so happy war und dann das besagte F-Wort verwendet hatte. Das gab dann den Rennkommissaren wiederum Anlass, um doch mal genauer hinzuschauen, ob da nicht möglicherweise ein Vergehen vorliegt, das geahndet werden muss. Und am Ende kam es auch soweit. Schon einen Tag später erklärten die Rennkommissare, dass man Max Verstappen zu Sozialstunden im Sinne des Motorsports verurteilt habe. Und zu diesen Rennkommissaren, die diese Strafe letztlich ausgeurteilt haben, gehört eben auch er, der ehemalige Formel-1-Pilot Johnny Herbert. Die ausgesprochene Strafe gegenüber Max Verstappen schlug ja bekanntermaßen ziemlich hohe Wellen und Verstappen ließ ja in der späteren Pressekonferenz deutlich erkennen, was er wirklich von der Bestrafung ihm gegenüber hielt. Ja, und so gab er letztlich nur noch trotzig einsilbige Antworten von sich. Jetzt sprach der ehemalige Formel-1-Pilot und Rennkommissar besagtes Wochenende Johnny Herbert und erklärte dann auch, weshalb bzw. auch wieso man zu dieser Strafe gekommen war. Und so heißt es, es wird mehr geflucht als je zuvor und die Pressekonferenz ist dafür nicht der richtige Ort. Sie werden nur gebeten, nicht zu fluchen, was auch richtig ist. Und fügte weiter noch hinzu, wir hatten für rund 20 Minuten, eine halbe Stunde, ein offenes Gespräch mit Max in einer schwierigen Situation. Man konnte in seinem Gesicht sehen, wie sehr er sich darüber aufgeregt hat. Wir hätten ihm eine Geldstrafe aufbrummen können, aber wir dachten, dass es nützlicher wäre, wenn er etwas machen würde, wo er soziale Verantwortung zeigt. Was das sein wird, liegt an Max und der FIA. Ganz besonders aufgeblasen, ganz besonders aufgebauscht wurde das Thema, also die Strafe, die gegen Max Verstappen verhängt wurde, dann eben in der Pressekonferenz am Samstag nach dem Qualifying, als man eben Max Verstappen ungewohnt mit nur ein Wort antworten erlebte. Zugleich verwies Max Verstappen die anwesenden Journalisten darauf hin, dass er abseits des Presseraumes Rede und Antwort stehen würde. Dazu sagte Johnny Herbert, es gibt für alles einen Ort und eine Zeit und ich persönlich finde, dass zu viel geflucht wird. Ich möchte nicht, dass mein 5-jähriger Enkel sich so eine Sprache anhört. Ein wenig überrascht wirkte dann Johnny Herbert, als ihm dann auch klar wurde, dass die meisten Fahrer hinter, ja vielmehr auch, der Kritik stehen würden, die von Max Verstappen geäußert war. Das heißt, nahezu alle Fahrer stellten sich an die Seite des Niederländers und das war eben für den ehemaligen Formel-1-Piloten dann doch eher, nennen wir es mal, überraschend und sagt selber, die Fahrer sind enger zusammen, als ich es seit vielen Jahren gesehen habe. Sie haben viel stärkere Meinungen zu Problemen. Es muss ein Verständnis dafür geben, dass beide Seiten zusammenarbeiten müssen. Ich weiß, dass der FIA-Präsident unzufrieden mit unflätiger Sprache
ist. Die Fahrer sind sich einig, dass es nicht richtig ist, bei einer Pressekonferenz zu fluchen. Es ist nur etwas, das sich von den anfänglichen Rapper-Bemerkungen des Präsidenten, die einige als beleidigend empfanden, bis hin zu Max, der in Singapur vor die Kommissare gezerrt wurden, aufgebaut hat. Ja, ob es bei dieser Strafe bleibt oder ob auch in Zukunft man direkt eine Strafe ausspricht, wenn ein Fahrer dann doch ein wenig emotional wird, was gerade im Sport gang und gäbe ist, das bleibt natürlich an dieser Stelle auch abzuwarten. Kommen wir zu unserem letzten Thema und da kommen wir auf ein Land zu sprechen, wo die Formel 1 gerne mal wieder hin möchte, nämlich nach Afrika. Und es liegt schon über 30 Jahre zurück, als dort nämlich zum letzten Mal ein Grand Prix ausgetragen wurde. Das war im Jahre 1993 in Südafrika. Doch längst ist nicht alles Glanz und Glamour in Afrika. Und doch wiederum überlebt die Königsklasse in Ruanda, in einem der ärmsten Länder der Welt, tatsächlich einen Formel 1 Grand Prix auszutragen. Wie es vor allem auch um Ruanda steht, das zeigte sich vor allem auch vor genau 30 Jahren. Denn damals musste Ruanda tatsächlich einen Völkermord erleben. Aber auch politisch sorgt das ostafrikanische Land doch gerne mehr für Negativschlagzeilen. Dem dortigen Staatschef wird nämlich vorgeworfen, er würde mit zu harter Hand regieren. Sogar Menschenrechtsorganisationen werfen ihm gar die Unterdrückung der Opposition und kritischer Journalisten vor. So schreibt beispielsweise Human Rights Watch nämlich offiziell: willkürliche Inhaftierungen, Misshandlungen und Folter in offiziellen und inoffiziellen Hafteinrichtungen sind an der Tagesordnung. Aber das soll noch längst nicht alles gewesen sein. Regierungsgegner würden verfolgt werden, aber auch anderen Menschen müssten sich Misshandlungen ausgesetzt sehen. Aber all das scheint die Formel 1 am Ende nicht davon abzuhalten, dort möglicherweise einen Grand Prix zu veranstalten. Schon vor einigen Monaten erklärte Formel 1 Geschäftsführer Stefano Domenicali in einem Interview: wir wollen nach Afrika, aber wir brauchen die richtige Investition und den richtigen strategischen Plan. Denn man müsse, Zitat, den richtigen Zeitpunkt abwarten und sicherstellen, dass auch das Land, die Region und der Kontinent dazu bereit wären. Ja, aber in den Gesprächen, so erklärte Domenicali dann auch, sei ihm vor allem eins bewusst geworden: sie meinen es ernst. Und doch will man es nicht ausschließen, tatsächlich eines Tages in Ruanda einen Grand Prix zu veranstalten. In einem Land, wo das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner bei unter 1.000 Euro liegt. Und trotzdem präsentiert sich vor allem eben auch das Land in der Funktion, in diesem Falle des ruandischen Automobilclubs, der Präsident des Automobilclubs, Christian Gakwaya, und sagt nämlich Folgendes: es ist an der Zeit, dass Afrika in den Formel-1-Kalender aufgenommen wird. Ruanda bietet eine ideale Gelegenheit für die Rückkehr der Formel 1 nach Afrika. Ja, und tatsächlich gibt es auch einen ersten Piloten, der gerne in Ruanda fahren würde. Und das ist kein geringerer als Lewis Hamilton. Und er spricht sich für einen Grand Prix dort aus und erklärt: Ruanda ist eines meiner liebsten Länder, in denen ich gewesen bin. Unterdessen hat die Formel-1-Führung angekündigt, dass es mit den dortigen Betreibern weitere Gespräche geben soll. Und so zeigt sich auch Stefano Domenicali zuversichtlich, indem er nämlich sagt, dass sie einen guten Plan vorgelegt haben. Und von Seiten des ruandischen Automobilclubs wiederum heißt es: unser Interesse an der Formel 1 steht im Einklang mit der nationalen Strategie, den Sport als Hebel für den wirtschaftlichen Wandel zu nutzen. Ja, und Ruanda, so geht es auch weiter in den Aussagen, wolle sich weiter als, Achtung, als erstklassiges Ziel für Sport und Unterhaltung positionieren. Ob es Ruanda überhaupt in den Formel-1-Rennkalender schafft und wenn ja, wann, ist derzeit noch völlig unklar, denn bis zu einer möglichen Premiere würde noch einiges an Zeit nämlich vergehen, denn eine Formel-1-brauchbare Rennstrecke gibt es in dem Land der tausenden Hügel bislang nicht. Aber trotzdem, alleine schon ja, die Aussagen, dass man sich mit diesem Thema befasse und sich Ruanda auch eben als möglichen Austragungsort vorstellen kann, zeigt,
dass vielleicht ein oder andere Aspekt, der vielleicht bei einer anderen Beurteilung ja letztlich ja auch dazu hätte führen müssen, dass man sagt, okay, in einem solchen Land wie Ruanda möchte man dann vielleicht eher nicht fahren. Aber dass die Formel 1 dann doch eher auf das Geld blickt als eben auf die Umstände in diesem Land, zeigt sich natürlich vor allem auch an zahlreichen weiteren Austragungsorten im Nahen Osten, wie zum Beispiel auch in Saudi-Arabien, Stichwort Menschenrechte, die, wo viele Seiten sagen, die letztlich mit Füßen getreten werden, es die Formel 1 trotzdem nicht abschreckt, da auch Jahr für Jahr dort zu fahren. Ja, und man hat es ja auch in der Vergangenheit immer wieder damit formuliert, dass man auch einen Teil dazu beitrage, dass sich das Land auch ja, in einem gewissen Maße verändern werde. Tja, ob da was dran ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere, vor allem auch politische Frage, die wir in dieser Sendung natürlich nicht klären können, aber es natürlich auch nicht wollen. Das war's mit unserer Sendung an diesem Mittwoch. Eure Meinung zu unseren vier Themen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns zeitnah an dieser Stelle hier wieder. Die Formel 1 ja noch brav in der wohlverdienten Pause. Das heißt, nicht täglich sind wir damit auf Sendung, sondern eben ein wenig unregelmäßiger. Aber in dieser Woche werden wir uns gewiss noch einmal sehen, voraussichtlich. Erstmal euch einen schönen Wochenteil. Es ist ja schon wieder Mittwoch und habt einen schönen sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Und tschüss.